Wir sind ja schon da beim ersten Fuck. Genau. Ja. Tja, wir sind immer im Wasser dann gestorben. Und wie man erst einmal checkt, dass man echt nur eine Runde laufen, schwimmen darf, nicht mehr. Ja. Genauso grundsätzlich wichtig ist, sind die Laufer, die Laufenteile da, die wo auf einen, die Selbstmörder da, die laufen auf einen zu, man hat dann hier wieder so eine Limette oder irgendwie so ein Teil über dem Kopf, so eine Kiwi oder was es da ist. Bei mir ist es eine Schneeflocke. Oder eine Schneeflocke, genau. Obst oder Schnee. Also ein wenn Fadenkreuz das im Kopf... Ja. Ich sehe da eine Schneeflocke, kein Fadenkreuz. Ja, bei mir ist es echt eine Frucht oder so. Also die halt, das sollte man, glaube ich, ein bisschen auseinanderstehen. Das ist dann eigentlich schon alles. Den Donut kennt ihr ja auch mit Sicherheit, den wo man halt dann auffüllen muss. Mhm. Und es ist so, ich glaube, bei 70%, da schauen wir ein bisschen drauf dann, und bei 40% oder 35% kommt die Wasserphase. Mhm. Wichtig ist, es geht immer gegen den Uhrzeigersinn, also in die Richtung. Bedeutet, wenn ihr... Ich versuche links von mir zu stehen. Also wenn ich die tank, logischerweise, versucht auch den Boss idealerweise ein bisschen, ja, von der Seite halt zu anzugreifen. Ne? Bedeutet halt konkret, wenn jetzt dann die Phase kommt, dass ihr links von mir steht, weil ich dann als erster aus dem Wasser gehe. Es ist auch so, es gibt immer zwei Punkte, wo man raus kann. Da, wo quasi gerade sprudelt. Genau, da wo sprudelt. Ich als Tank nehme immer den ersten, damit ich, und ihr schwimmt dann weiter. Er weiter halt zum zweiten und springt dann da raus. In der Zwischenzeit kann ich das Zeug da oben nämlich spotten. Auf den Teilen da oben. Und es baut sich dann auf. Ich glaube, irgendwo gibt es dann auch einen Stack-Counter. Ich weiß nicht, ob das Add-on das mit anzeigt. Früher dachte ich, war das zumindest so. Und wir sind, soweit ich noch weiß, bei circa 7 Stacks immer ins Wasser. Also man bekommt, je länger man da drauf steht, bekommt man so Ladungen, so Blitzladungen. Die stacken sich hoch bis 10 Stück oder so, und den Schaden, wo man das ist wie nicht dort über Zeit, und wir können die wieder reinigen, wenn man ins Wasser zurückspringt, dann reinigt sich das wieder. Dementsprechend kann man nicht ewig da oben stehen, weil die Stacks sonst zu stark werden. Okay, und gleichzeitig andersrum das praktisch im Wasser. Mhm. Moment, kurz. Ja, nein, red weiter, aber noch nicht angreifen, bitte. Nee. Es wird auch so sein, dass wir eben vermutlich nicht. Also es sind immer so dicke Spinnen dann, und ein paar Plattformen ist nur Trash drauf. Wir müssen aber immer bis zur nächsten Plattform da nieder, weil es ist auch so, wenn man zu lange im Wasser ist, bekommt man dann auch wieder Stacks. Also man bekommt ständig Stacks, die bauen sich ab und auf. Und wenn man zu lange im Wasser ist, bekommt man dann auch Schaden. Also dementsprechend müssen wir von Plattform zu Plattform. Und es kann auch sein, dass wir nicht die Ads gleich wegbekommen auf einer Plattform. Da zählt eben dann, dass wir auf die Stacks achten. Doch, einfach Bescheid, was ich machen soll. Ja, dann zackst du einfach an, wenn wir runter müssen, und dann springen wir einfach zur nächsten Plattform, machen da weiter. Ja, genau. Dasselbe Spiel, dass wir quasi beim zweiten hochgehen, nur beim ersten. Mhm. Probieren wir einfach mal. Ja, wir probieren es. Genau, schauen wir uns jetzt erstmal an. Das wird jetzt sicherlich noch nicht klappen, von daher ist es erstmal wurscht. Das ist jetzt mal das erste Ding. Es passiert halt auch wahnsinnig viel, also ihr werdet schon merken, man kann ja nicht immer direkt neben den Tank stehen, aber wir probieren es, also das ist für euch Prio. Okay, seid ihr bereit? Mhm. 3, 2, 1, los geht's. Okay. So eine Scheiße. Ich hab von irgendwas noch was abgelatscht bekommen. Ja, ich hab, ich hätte es sagen müssen, dass ihr ein paar so Dreckskäfer bei euch habt. Ich musste die ganze Zeit, ich hatte jetzt zweimal den Donut auch, nämlich deswegen konnte ich nicht so viel spotten jetzt. Nee, das war's gar nicht, ich hätte ausweichen müssen. Ja, ist so wurscht. Probieren wir es nochmal, also vom Rhythmus her. Rhythmus hat gepasst, ganz ja. Gut schon. Kriegen wir es schon langsam rein jetzt. Okay, 3, 2, 1, los geht's. Donut auch noch. Bomber. 71%. Den Donut machen und dann gleich herkommen. Geht schon los, wir sammeln uns. Perfekt.
Wir gehen hier noch nicht raus. Bei dem hier. Ich gehe beim zweiten raus, weil hinten die zwei stehen. Ihr könnt einfach folgen oder mit. Eigentlich ist wurscht. Geh rein. Ja, wir gehen wieder rein. Den warten wir noch. Und gehen hier rein. Ich würde reingehen. Ja, gehen wir rein. Ja. Den setzen wir wieder aus. Und hier geht's wieder rein. Sekunden, 7 Sekunden. Dann gehen wir wieder rein. Hüpf. Wieder aussetzen halt, ja. Okay, also der Rhythmus bleibt jetzt immer gleich. Was sagst du? Ich mache mir noch die Errungenschaft voll vom Surfen. Mhm. Verzögerung am Anfang ist nervig, ne? Mhm. Man hängt kurz, wenn man rausspringt. Ja, ja, man kann nichts machen. Ja. Okay, ich würde sagen, wir gehen wieder, ne? Mhm. Und setzen wieder aus. Wir könnten ein paar Stacks mehr theoretisch machen, aber wir spielen jetzt safe halt, ne? Ja. Ihr seht ja, wenn man rechtzeitig ins Wasser kommt, haltet es einen sozusagen wieder. Das ja. Zieht er die Stacks dann wieder runter. Aber wir spielen jetzt safe. Wenn wir irgendwie den Trifecta hier machen, wir gehen wieder rein. Okay, das uns mal überlegen. So, hier geht's wieder raus. Hüpf. War das das letzte Mal? Was sagst du? Hinten kommt steht da noch eine Wasserphase, meine ich? Ja. Ja, bei 35, glaube ich, oder sowas vorhin. Hier geht's raus. Okay. Warte im Programm. Sorry, Patrick. War das der Donut? Ja. Achtung, die Selbstmörder kommen, nicht retzen. Kurz abwarten. Petra braucht kurz Hilfe. Du hast den Donut. Den hat den Donut, ja. Ich hab den Donut, weil ich sehe jetzt keine Fläche bei mir. Du hattest den gerade und dann war er wieder weg. Jetzt hab ich. Ja. Das sind zwei Donuts. Das ist. Ach so, dann. Ja, ich glaube, weil Patrick hat gestorben, ist der Fläche, die Fläche noch da. Ja, das kann sein. Fuck. Wir stehen jetzt irgendwie falsch. Ja, 53%, wir haben noch Zeit ein bisschen. Wir können mal ein bisschen Ruhe reinbringen. Na, ich habe einen Donut. Ich nehme den in der Mitte. 42%, also ein bisschen drauf schauen. Jetzt kommt nochmal die Laufenphase und dann. Geht schon okay, los, geht schon los. Wir stehen richtig, ja. Wir gehen jetzt auch hier gleich raus. Ah, shit, ging nicht bei mir, Erst das beim nächsten. Kritisch. Shit. Oh, geht sich aus, oder? Nein, das wird kritisch. Das wird kritisch. Boah, ich bin gerade gelaufen, bei mir hat es irgendwie gepackt. Okay, dann gehen wir am besten gleich wieder rein, oder? Spielen wir safe. Ja. Ja. Oh, shit. Jetzt habe ich noch eine Heavy mitbekommen von dem... Ja, klar. Nichts, so, oder? Ja. Hier geht's raus. Wieder rein, oder? Ja, nein, ja. Hüpf. Wieder aussetzen.
hier rein. Okay, rein. Ja, wieder rein. Den hier wieder aussetzen. Was? Ja, manchmal bekommt man die Drecks ja gerade nicht und Spot halt wegen dem Scheiß verzögern am Anfang. Oh. Petra ist down. Wir müssen dann danach auch dringend rein. Scheiße. Doch, ich bin jetzt gefuckt, dass wir das rein. Ja, wir müssen rein, wir gehen nochmal eine Runde. Wir gehen hier kurz raus. Nur kurz mal ein bisschen Schaden drauf, dass wir die Stacks wegbekommen. Okay, und wir gehen wieder rein. Ja. Wir gehen hinten raus. Ich versuche die zu spotten und auch mit zu wiederbeleben. Nicht sterben. Ach, nee. Okay, wie schaut's aus mit den... Ja, gehen wir rein. Machen wir safe. Dann spielen wir noch mal eine Runde. Ja, passt, dann haben wir den da hinten gleich weg, der wo jetzt dann kommt. Perfekt, okay. Kurz warten. Und rein. Den lassen wir aus. Dann geht's nämlich am Schluss dann eventuell aus. Schauen wir mal. Hüpf. Reingehen. Macht noch die Dots drauf und dann soll es reichen. Perfekt, rein geht's. Nimm trotzdem den zweiten. Das ist mit den scheiß Jagra. Ja, die laufen. Das ist einfach dämlich mit denen. Du kommst halt raus, kannst erstmal nichts machen als Tank, aber die Dinge laufen schon auf einen zu. Genau. Das schaffen wir auf jeden Fall noch. Weil dann ist die Phase eh vorbei. Okay. Donut. Mach einen Donut. Weg, Patrick. Donut. Oh, wieder ich. Geh doch weg. Wandel. Ah. Voll reingerannt. Sorry, weißt du? Nix, macht nichts, stresst dich nicht. Ich hab einen Donut. So. Hüpf. Oh, fuck! Haut ihn weg, haut ihn weg! Oh. Sehr gut. Gottes Willen. Um Gottes Willen, ja. Ich weiß jetzt auch nicht, was das bei mir wieder war, aber das war jetzt ein Schock, ey. Jetzt steht das hier in meine Richtung, ich so, GZ. Wow, cool. So, wenn man weiß, wie es geht, ist halt gar nicht so schlimm. Es geht, ja, es ist halt. Wir waren wohl damals zu doof. Wir haben es aber nur einmal kurz probiert gehabt, damals. Es ist echt das Timing halt, das muss man halt rausfinden, wie das funktioniert mit den Stacks halt. Aber jetzt haben wir einen Rhythmus, also wirklich die zwei waren es. Ja, wir haben ja damals wirklich nur einmal probiert und hatten irgendwie keinen Bock mehr auf den Scheiß. Ja, da haben wir ja was anderes geübt dann. Ja. Ne, ging gut. Okay. Ging gut, super. Ja, ich bin gespannt, was ist denn der nächste Boss? Diese Bogenpfeil-Lady da. Ja, das muss die schon sein, ja genau. Die ganzen Flächen da schmeißt. Ja. Die, was so viel rumspringt? Ja. Genau, und die du unterbrechen musst, weil sonst kriegst du da das ganze Zeug ab. Die ist ja nervig, na gut, dann lauft's mal vor euch. Bei ihr mich ja sowieso regelmäßig. Wir haben, glaube ich, noch einen Miniboss davor. Mhm.